Grüß dich, ich bin die Marlies Reich. Ich darf Ihnen heuer ein paar Übungen sagen, mit denen ihr fit in den Winter starten könnt. Ich hoffe, euch dann die Übungen gut und wünsche euch viel Spaß dabei. Ein gutes Training ist fast überall möglich. Viel Ausrüstung ist auch nicht nötig. Auf die korrekte Ausführung ist jedoch zu achten. Also jetzt machen wir die Ausfallschritt-Kniebeuge nach hinten. Ausgangsposition ist aufrechter Stand, hüftgelenksbreit. Und die Ausführung ist, wir gehen mit einem Bein nach hinten, das andere bleibt vorne, beugt sich bis maximal 90 Grad, Bewegung abbremsen und dann wieder zurück in die Ausgangsposition. Das Ganze kann man machen im Wechsel, 10-10, oder auch eine Seite fertig machen, 10 Wiederholungen und dann die andere Seite, 3 Serien. So, jetzt machen wir den Ausfallschritt seitwärts. Die Ausgangsposition ist wieder aufrechter Stand, hüftgelenksbreit, Oberkörper aufrecht. Und dann bewegen wir ein Bein zur Seite, beugen das Bein bis maximal 90 Grad. Dann kommen wir wieder zurück in die Ausgangsposition. Wichtig ist, dass das Gewicht über den gebeugten Bein ist und dass die Beinachse schön gerade bzw. das Knie nicht nach außen, nach innen kippt, sondern schön über den Vorfuß, über die Zehen nach vorne sich beugt. So, ich hoffe, ihr habt die Übungen fleißig gemacht und startet so gesund und fit in den Winter. Mehr Übungen finden Sie in den nächsten Wochen in Ihren Bezirksblättern und auf www.meinbezirk.at.